Und da habe ich dann doch wieder das ein oder andere Kapitel gefunden, in dem darin stand, dass man das Ganze ja ein bisschen... Also ich... Ja, letzten Endes läuft es natürlich auf eine Beschleunigung hinaus. Aber eben ein bisschen besser machen kann, weil der Boden einfach entsprechend aufgewertet wird. Mit Nährstoffen und Mineralien versorgt wird und so weiter, wenn man da eben außenrum die entsprechende Umrandung macht. Und die wiederum ist natürlich abhängig von den Pflanzen, die ich da anpflanzen will. Ich weiß noch nicht welche, aber ich glaube, da vorne wollte ich blaue haben. Einfach so von der Farbe her, weil das einfach schön aussieht. Dann könnten wir doch da vorne mal die Lapispflanzen ansäen. Oder wir schauen uns mal ein bisschen auf Feld um, was wir denn da so haben. Das hier, ja, das ist Eisen. Was war das? Das war Glühstein, ja, okay. Das sind die ganz normalen, diese Natursamen. Nee, das ist Diamant. Muss auch da vorne nicht sein. Was war das denn hier? Erfahrung, genau, das waren die Erfahrungs-Dinger hier. Habe ich gestern erst gemacht. Eine Pflanze und dann immer wieder angepflanzt und abgeerntet. Und wir wissen ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% wird bei einer Ernte eben ein weiterer Samen abgegeben. Und so werden es eben nach und nach mehr. So, das sieht mir doch ganz nach Lapis aus. Komm, die mag ich. Die sind schön. Die ernte ich jetzt mal ab. Die kommen da vorne hin. So, habe ich alles angesammelt. Ja, das restliche Feld bleibt jetzt erstmal leer. Und dann pflanze ich die hier an. So, ja, jetzt bin ich natürlich da hingesprungen. Lapis, genau, das ist Lapis. Oh ne, den Eimer muss ich ja gleich wieder voll machen hier. Der wächst jetzt natürlich noch nicht so gut, aber ich werde gleich dafür sorgen, dass da noch eine entsprechende Umrandung hinkommt. Ich habe mir das alles rausgeschrieben. Muss gleich nochmal nachschauen. So, und irgendwann ist ihm das ganze Feld voll und dann reicht das auch erstmal. Und falls ich dann immer noch meine, ich müsste noch ein weiteres Lapisfeld haben, dann kann ich das ja anpflanzen. Einfach ein neues anlegen. So, einmal ist auch wieder voll. Dann gehe ich mal ins Bett und schaue noch mal ein bisschen nach, wie das denn so gedacht war. Müsste hier irgendwo stehen. Lapis. Ah ja, okay. Ich bin wieder im Bilde. Wir brauchen also, wer hätte es gedacht, Lapiserz. Tja, ich brauche Lapiserz. Damit muss das hier eingefasst werden. Also ich meine, es muss nicht, aber es ist eben dann wesentlich besser. Ja, die Pflanzen produzieren Lapisessenz und deswegen ist es sinnvoll, die in Gestein einzubetten, immer hier, welches Lapis enthält. Also wie das jetzt genau alles war, weiß ich nicht, mit Bodenerosion und so weiter und so fort. Chemische und physikalische Verwitterung, kennt man ja alles, auch wenn man nicht hundertprozentig damit vertraut ist. Hier, guck mal, ich habe sogar noch 5. Das heißt Lasurmalm. Ja, Malm ist Erz. Lasur. Lasur ist Lapis. Und wie heißen die Dinger da hier? Lasurstein, okay. Stein. Ich muss das ja Englisch aussprechen. Lasur, wahrscheinlich das U als Ü, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber wo kriegen wir jetzt weiteres Lapis-Erz her? Das ist die große Frage. Zurück zum Agrarplatz. Und nach draußen. Ich brauche immer 1-2 Sekunden, bis ich mich orientiert habe und weiß, wo ich bin. Ich setze die jetzt einfach mal möglichst verteilt hin. Also ich habe dahin... Dahin. Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn ich da noch mehr hätte, dass ich das alles ganz rundum machen kann. Aber so viel Lapis muss ich eben erstmal finden. Das heißt, wir werden uns mal auf die Suche begeben müssen. So, mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Um da was zu machen. Kann man das Lapiserz auch irgendwie herstellen? Nee, man kann Lapis herstellen. Unter den Blöcken ist es immer da. Ja, kann man natürlich nicht. Die Lapisblöcke kann ich herstellen aus Lapis. Und die Dinge aus den Essenzen, ja, aber das Erz kann ich nicht. Das kann ich nur abbauen. Ja, also ansonsten hätte ich da eben normales Gestein reingemacht, aber da einmal ganz rundum wäre natürlich schon sinnvoll, ne?
Jetzt habe ich die natürlich auch gerade an der verkehrten Seite hingesetzt. Ja, ja. Ja, ist jetzt eben so. Ja, aber wo sollen wir da jetzt... Ich habe eine Idee. Lasst uns einfach mal ein bisschen schauen. Wahrscheinlich bringt das nichts, aber ist ja auch egal. Kies-Tagebau, Heim, Keller, Laubhaus. Monsterfalle, genau, da wollte ich hin. Hier, ich nehme mir mal die Monsterfalle, interessiert mich jetzt nicht. Ich nehme mal den Dolch in die Hand. Hier, dass wir hier unten vielleicht was finden. An Lapis-Erz, denn da vorne... Ach so, aber Moment mal, das bringt mir ja sowieso erstmal gar nichts. Hier, denn ich brauche hier, glaube ich, da war ein Lapis-Block drin. Oder da oben irgendwie so. Da haben wir sogar noch Eisen. Okay. Ich muss zurück ins Lager. Denn falls wir jetzt tatsächlich Lapis finden, müssen wir das ja abbauen. Und zwar mit einer Behutsamkeitsspitzhacke. Ist das hier? Nee. Silkebereng, das brauchen wir. So, wieder darunter. Dahin. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich muss aufpassen, dass ich das auch mit der richtigen Spitzhacke dann abbaue. Also es ist diese hier, die an dem außergewöhnlichen Platz ist. So. Ach, da haben wir schon Besuch hier. Aua, der kriegt mich aber auch immer noch. Ja, aber da hinten war ich doch auch schon. Moment mal. Da drin, ich weiß noch, da drin habe ich einen Diamanten gefunden. Und ich weiß nicht, ob was das... Ich glaube, das war eben der erste Diamant, den ich überhaupt gefunden habe. Ja, macht jetzt wenig Sinn, hier weiter zu buddeln. Also vielleicht finde ich da noch Lapis. Ja, oder auch nicht. Ich könnte aber auch mal da hinten... Irgendwo war doch... Ging das doch hier weiter? Ja. Ach, zum Glück kann ich mich zurück teleportieren. Einfach so. Wo habe ich dazu gemacht? Also ja, offensichtlich, aber wozu? Ach, weil das der Weg ist zum Dings hier. Zur Monsterfalle. Ja, hier ist sie ja schon. Okay. Ja, ich war doch hier schon mal ein bisschen weitläufiger unterwegs. Da habe ich auch schon mal zugemacht. Ja. Nee, da will ich aber jetzt nicht hin. Ich baue da mal wieder zu. Ach, da geht schon ein Skelett kaputt. Ach so, deswegen tut das da so. Ja, ja, okay. Ja, soll mal. Ist mir jetzt egal. So, da hinten, da war ich ja auch schon mal vor ewigen Zeiten. Oh, kann ich gefahrlos runter? Ach, da habe ich mir eine Brücke gebaut. Ja, da müsste ich aber... Ach ja, hier kann ich doch rüber. Und dann das Gras, hier kann ich mich auch noch erinnern. Ja, genau. Da war Kohle drin, soweit ich weiß. Oh Mann, das ist aber echt... Das ist ja 1200 Folgen her oder so. Und da hinten war ein Enderman, genau. Oh, guck mal da. Haha. Wir haben Lapis gefunden. Ja, das ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber okay. Sehr schön. Ich will eben mal schauen, dass ich das Wasser hier zum Versiegen bringe. Das stört ja nur. Ach, wo kommt denn das her? Oh. Und dann sehe ich da noch ein bisschen Kohle und Eisen habe ich auch gesehen. Ach, das... Ja, lass mich doch da hoch. So. Ach so, ja. Erstmal Licht machen. Da. Ja, okay. Jetzt haben wir tatsächlich Lapis gefunden. Und ich glaube, das waren mindestens zwei Blöcke. Aber wo ich jetzt schon mal hier oben bin, kann ich mich... Oh. Auch gleich hier oben sehen. Ach, da geht's wieder nach unten. Ach, das ist das Grasbüschel da hier. Ah, okay. Ich kenne mich wieder aus. So, ich mache mal hier ein bisschen Licht. Da geht's auch weiter. Okay, Moment mal. Ich baue mir hier mal was hin. So. Am besten auch da gleich nochmal. Da ist eine Spinne. Ja, okay. Ich gucke mich jetzt hier mal... Aua. So, also. Ja, also. Da ist eine Mine, Dingsbums hier. Ja, also hier habe ich schon mal alles rausgeholt, was es hier so zu holen gab.
Das geht aber noch weiter. Und da war ich auch schon. Ja, aber hier ist zu Ende. Ja, okay. Also hier erstmal so weiter kein Lapis mehr. Da unten. Ja, dann auch nicht, denn da ist noch Kohle. Gut, Kohle brauche ich jetzt aber nicht. Das geht hier auch noch weiter. Wo geht das überall hin? Jetzt habe ich den Lapis natürlich noch nicht abgebaut, aber ist nicht so schlimm. Aha. Ich werde schon wieder zurückfinden. Oder auch nicht. Erstmal muss ich mich des kleinen Zombies hier erwehren, aber der war gar nicht mal so garstig. Oh, guck mal, das Gold und Spinnweben. Was ist das hier? Das ist Kohle, okay. Ja, an Kohle bin ich jetzt erstmal nicht interessiert. Da unten sehe ich einen Creeper, wie der da rumsteht. Ah, dafür brauche ich aber eine Schere, um die Spinnennetze abzubauen. So, Gold. Ja, ich brauche auch Gold. Ja, genau. Also, das hat geklappt hier. Mit dieser Spitzhacke. Oh, schade, dass ich jetzt keine Schere mit habe. Aber für die Schere brauche ich doch... brauche ich da zwei oder drei? Ne, zwei Eisenbarren. Hm. Ja gut, Spinnweben finden wir auch so wieder. Das eilt jetzt noch nicht so. Das ist nämlich gut für das für die Spinnenpflanzen. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurückfinden. Ich glaube zwar nicht, dass mir das gelingen wird, zumindest ohne weiteres, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und das geht. Ich laufe einfach mal so weit und so lange ich kann. Hm, Sackgasse. Dann muss ich nach da oben. Ah, doch, ich glaube. Na, oder? Hm. Wo war das denn? Autsch. Das ist doch tatsächlich... Och nee, nicht... Ach. Okay, ich teleportiere mich weg. Erstmal, Moment mal, wohin? Monsterfalle. Ich habe doch die Rate von den Viechern verringert. Und jetzt sind die immer noch so häufig da. Ich glaube, ich muss die mal ganz ausschalten. Einfach mal nur so zur Probe. Ich meine, ist ja in Ordnung, dass die da sind, aber die kommen einfach zu häufig vor. Ich meine, dafür, wie gefährlich die sind. Ich will ja nicht ständig vor diesen Viechern weglaufen, denn in erster Linie will ich hier immer noch spielen. So, da ist eine Spinne totgegangen. Aus den Fäden selbst kann ich leider keine Dings machen. Au. Ach nö. Ach. Echte. Ah. Okay. Der muss jetzt erstmal weg hier. Dazu. Ich muss mich darum kümmern nach der Aufnahme. So, jetzt dürfte er weg sein. Die Viecher nerven mich einfach. Also nee. Das muss nicht sein. So, jetzt da, wieder dahin. Und jetzt teleportiere ich mich wieder zur Monsterfalle. Was mich am allermeisten nervt, ist, dass das nicht... Also zumindest so wie es aussieht, nicht reagiert hat, dass ich da die Rate geändert habe. Die war auf... Ich weiß nicht mehr, auf 4 oder auf 8%. Und ich habe sie halbiert. Aber da ist jetzt nicht... Das hat irgendwie nichts gebracht. Das sind immer noch so viele da. So, ich kann mal hier... Habe ich was zum Verbrennen da? Naja, die Zäune hier, ne? Jetzt muss ich mal hier den Lapis abbauen. Oh, da ist sogar noch was hier. Und da noch einer. Oh, wunderbar. Und da ist noch einer. Ah, herrlich. So, aber ich glaube, das war's jetzt. Ja, aber keinen Lapis... Nein, das war Kohle. Keinen weiteren Lapis mehr, das sind 5 Blöcke. Oh, sehr gut. Ja, komm, die Spinnweben lasse ich jetzt da. Dann will ich jetzt auch wieder zurück. So, eben noch was futtern. Also mal zurück ins zum Agrarplatz. Und erstmal hinlegen. Dann kann ich gleich noch mal ein paar Blöcke setzen. Ich will es gerne ganz voll machen, das Feld.
Aber erstmal setze ich sie so versetzt hin. Moment, ich muss eben den Stuhl hier so... Ah ja, okay. Mein Stuhl, jener neue Schreibtischstuhl, der hat genauso wie der alte auch und so wie die meisten Bürostühle an unten eben so Rollen dran. So vier so Füße, so die so sternförmig eben sind. Und da sind fünf Rollen dran. Und wenn man da irgendwo hinrollt, dann zeigen die Rollen natürlich alle in die gleiche Richtung. Und wenn man dann, ja, das ist meistens ist es ja so, dass man irgendwo weiter weg sitzt am Tisch und man will näher dran. Dann rollt man entsprechend also hin. Ja, alles klar. Und dann zeigen aber die Rollen alle nach hinten, weil man ja da aus der Richtung kam. Moment, da vorne hin. Da, wo mehr sind. War so. Und das führt eben auch dazu, dass man sehr leicht wieder zurückrollt. Und deswegen rolle ich ganz langsam, ganz leicht nur, aber es führt dazu. Ach komm, ich will jetzt doch eine Folge dranhängen. Ich will jetzt doch nicht aufhören. Ja, nö, will ich nicht. Okay, ich hänge noch eine Folge dran.